Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Wir stellen euch wieder ein Fahrzeug vor, und zwar den Pössl Summit 540, weil manche brauchen es nicht so groß, 640, 7 Meter, 8 Meter, 10 Meter und was es nicht alles gibt. Es gibt auch die kleine Variante 540 und den stellen wir euch jetzt vor. Ich habe es mir in diesem schönen Fahrzeug schon einmal gemütlich gemacht. Was haben wir denn hier? Ich habe gesehen, es gibt hier einen Kompressorkühlschrank von Dometic. Der ist öffnebar. Ja, zur linken Seite, mit Eisfach natürlich. Aber, was hier auch echt cool ist, der ist auch zur rechten Seite öffnebar. Also, das heißt, wenn ich von außen mal eben schnell eine kalte Cola brauche zum Beispiel, ja, kein Problem, kann man hier machen. Ja. Altbekanntes Cockpit von Fiat, beziehungsweise in dem Fall ist es jetzt hier Citroën. Diese Fahrzeuge gibt es natürlich auch auf Fiat-Basis. Wer eine Automatik haben will, da gibt es allerdings nur die Variante Fiat, weil Citroën hat leider keine Automatik. Ein großes Fach, wieder mit Ablage und so weiter. Die bekannten Bedienelemente, Bedienteile hier. Dann haben wir zur linken Seite dann ein großes Fach, da kriegt man ordentlich was drunter, vielleicht große Gläser und so. Oh, was haben wir denn hier Schönes in der Ecke? Das sind natürlich die 12 Volt und die 230 Volt Dosen. 12 Volt steht hier maximal mit 120 Watt beaufschlagbar. Nun ja, hier, das hier scheint noch ein Bett zu sein. Das heißt, man kann das Ganze nach unten klappen. Hier unter ist ein Brett, was sich hervorklappen lässt. Und dann ist das im Prinzip hier das stehende System. Die Dinette hier, ganz normal, wie man sie auch aus den anderen Fahrzeugen kennt. Nur, dass das halt alles etwas kompakter verbaut ist. Darunter die Elektronik. Und wenn man da im Prinzip ran muss, kommt man da ganz gut ran. Das unter der Dinette ist natürlich auch hier ein Staufach. Das hebe ich jetzt mal hoch und darunter sind wahrscheinlich wieder die Wasserleitungen, das ist auch so. Warmwasser, Kaltwasser, also ein paar Kleinigkeiten kriegt man da ganz drunter auch noch rein. Dann haben wir hier zu dieser Seite, dadurch, dass es ja ein doch nochmal 60 cm kleineres Fahrzeug ist als der 600er, haben wir hier ein Brett für die Küchenverlängerung, Verbreiterung, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Das geht allerdings in den Gang rein. Das heißt, hier nochmal durch, ist nicht, aber dafür habe ich wenigstens die Verlängerung. Das Ganze ist, denke ich, bekannt. Das ist hier die Dometic-Variante, Spülbecken und Kochfeld in einem. Hat auch einen großen Vorteil, wenn man mal sauber machen will, dann kann man hier schön mit Wasser und dem Schwamm daran und es läuft auch gleichzeitig dann hier ab. Piezozündung. Für das Gassystem. Ansonsten haben wir hier, ich stelle mich jetzt mal einfach in das Bad rein, haben wir hier die, die Schubladen für Bestecke, für Teller vielleicht und auch für diverses anderes oder halt auch so eine Folie, was es auch immer ist. Also dementsprechend kann man da ja auch was drunter bringen, wie Töpfe und so weiter. Ja, das hier ist eigentlich ganz gut gelöst. Der Marcel, der klickt nochmal von der anderen Seite mit. Und das ist nämlich schön aus Stahl, also da geht definitiv nichts kaputt. Das Bad. Wir haben die Toilette, das Waschbecken, schön edel gemacht hier mit diesem Holz auch, also beziehungsweise Holz ist es ja nicht, das ist ja so eine Kunststoffoberfläche, aber die sieht schon echt schön aus in diesem, ja, Schwarz, was sich so ein bisschen widerspiegelt. Der Spiegel dort. Wir haben die Schiebetür natürlich wieder, also so eine Lamellenschiebetür, richtig gut. Und zu der Seite haben wir das gleiche Prinzip, das heißt hier befindet sich die Dusche wieder auf der linken, also in dem Fall auf der linken Seite. Das Ganze ist spiegelverkehrt als im 600 und 640er verbaut, aber auch hier haben wir den Duschbereich mit dem Toilettenbereich gut getrennt. Ja, dann schauen wir, würde ich mal sagen, hier nochmal hin über den Küchenbereich haben wir natürlich auch ein kleines Staufach. Das ist jetzt nicht so groß, ist ja klar, weil das Fahrzeug auch dementsprechend kleiner ist. Dann haben wir hinten schöne Staufächer und da muss ich sagen, die sind tief. Die gehen bis hinten ganz weit durch, also wirklich gut gelöst. Nach hinten auch ein großes Staufach
und zur rechten Seite ist das gleiche und auch dieses ist tief in diese linke Richtung rein. Das Bett ist klar, hier ist es ein bisschen kleiner. Welche Größe wir jetzt hier haben, weiß ich gerade gar nicht ganz genau, aber das schaue ich jetzt mal kurz nach. Und auch der Marcel hat hier seinen Platz. Das Bett hat 1,96 Meter mal an der kleinsten Stelle. Das sind da hinten 1200, also 1,20 Meter. Und an der größten Stelle hier oben sind es 1400, also 1,40 Meter. Da ich ja so ein kleines Spielekind bin und ich auch mal was ausprobiere, habe ich gerade festgestellt, die Lampe finde ich witzig. Ich drücke einmal. Und man hat eine kleine indirekte Nachtbeleuchtung, würde ich es jetzt mal so ausdrücken. Wenn ich ein zweites Mal drücke, habe ich die komplette Beleuchtung, das heißt auch mit Lesebereich. Irgendwie cool gelöst. Aber um Lampen soll es hier nicht gehen, wir schauen uns jetzt natürlich den Keller an. Der Keller hier unten, also wir haben hier an der rechten Seite in dem Fall mal das Gas verbaut. Zwei Gasflaschen passen da, glaube ich, rein. Genau, eine ist dahinter drin verbaut, eine ist nach links verbaut. Und ja, der Keller ist natürlich, dadurch, dass das Fahrzeug etwas kleiner ist, auch dementsprechend kleiner. Aber auch hier kann man das Brett rausnehmen, die Betten dementsprechend hochklappen zu der linken Seite. Und dann habe ich auch eine komplette Ladefläche, um vielleicht auch mal was Längeres hier zu verladen oder zu transportieren. Gut gelöst für die Größe des Fahrzeuges. Nun ja, unser persönliches Fazit oder eher gesagt mein persönliches Fazit zu diesem Fahrzeug, ich finde den wirklich klasse. Für die Leute, die es nicht so groß haben wollen, hast du eine super Verarbeitung, ein tolles Konzept hier und klar sind die Stauflächen ein bisschen weniger, aber es ist alles drin, was du brauchst. Also du kannst dir eigentlich dich gar nicht beschweren. Verarbeitung wie gewohnt beim Summit super gut, ich mag ihn sehr gerne leiden. Und ja, würde ihn mir auch kaufen, wenn wir ein etwas kleineres Fahrzeug haben hätten wollen, dann wäre das auf jeden Fall ein Fahrzeug, was in Frage kommt, aber wir wollen ein bisschen mehr Platz haben, weil wir ja auch zu zweit sind, also für jemanden alleine ist das natürlich, glaube ich, genau das perfekte Fahrzeug, aber für uns sagen wir ein bisschen, eine Nummer größer darf es schon sein. Ja, und schon sind wir wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst es, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und auch entweder dort oder dort, ich mache jetzt einfach beide Zeichen, seht ihr eine Playlist mit Fahrzeugen, die wir schon vorgestellt haben, unter anderem auf der ABF 2020 in Hannover. Und ja, dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao!